So, meine Leute, willkommen wieder hier zurück zu einer neuen Folge von Menos Mord hier auf meinem wunderschönen Kanal. Natürlich meine ich bei Landwirtschaftssimulator. So, wir können hier die Reifenhersteller ändern. Telebeug, ja, Telebeug. Michelin. Also Lizard nicht. Ja, Telebeug. Oder Michelin, aber Michelin hat nur die Breitreifen. Und die sind. Nee. Telebreit. Standardbreit. Wir nehmen natürlich die Standard. Die zu breit finde ich das auch hässlich. Wir nehmen natürlich auch die normale Konfiguration. Nee, ja, das sieht. Das weiß nicht. Nee, wir lassen das so. Wir lassen das beim Standard. Finde ich gut so. Und den kaufen wir. Jo, steht bereit. Wir stehen aber auch schon bereit, deswegen alles gut und schön. Und der ist 8 genau nehmen wir. Schön. Also der vierte Part doch schon im Voraus aufgenommen. Es macht so extrem Spaß, Leute. Der andere Part ist noch nicht mal im Schneiden oder so. Aber es macht so ein fucking Bock aufzunehmen. Und ich liebe die Firma Fortschritte, finde ich am besten. Finde ich geil, auch schon von damals die ganzen Fahrzeuge. Die waren ja schon sexy gewesen. Also wir werden, glaube ich, jetzt erstmal unseren Hof aufbauen und nebenbei immer wieder das Zeug wegkramen. Ich muss ich so dringend pissen. Aber Leute, es macht einfach zu viel Spaß. Blink aus. Blink an. Ich habe hier keine Anzeige in dem Fahrzeug. Wie ist denn, gab es damals überhaupt Anzeigen für Blinker oder sowas in denen? Oh, der Himmel, der sieht so schön ausgefranst aus. Oh. Ein schönes Fahrzeug wäre ich jetzt so schön links tot. So, und dann fahren wir hier rein. Also wir bauen erstmal unseren Hof nach und nach auf. Gucken mal hier hin, 5000, das heißt auf dem Rückfahrt müssen wir hier abholen. Das bedeutet für uns, wir können schon mal gucken. Schneidwerk, natürlich brauchen wir für den Finn 27.000. Ist okay. Feldtexler, Mähdrescher. Gibt es auch einen billigen, so einen alten Feldhäcksler? Nee, gibt es eine neuere. Forstmaschine haben wir auch noch nie reingeguckt. M1TGX, das ist auch der alte, der dabei war. Der ist neu. Komm mal zu, das ist eine Russenfirma. Ponce. Aber wir könnten uns komplett auf Russisch aufbauen, deutsch gesagt. Frontlader, was man da schön ist, da haben wir auch bloß den einen Kramer wie im letzten Part. Pflanzenschutz haben wir sogar zum Hinterherziehen. Mit 48 Meter breit. Ist das Selbstbahner? Nee. Oder? Doch, das ist ein Selbstbahner. Oh. Das ist natürlich verrückt. So, wir werden jetzt aber umsteigen. Da wir jetzt wieder abtransportieren. Uns Zeug hier mitnehmen, also unser ist es ja nicht, das ist ja Fremdfirma, sagen wir es mal so. Bloß wenn man so wenig Geld bekommen. Also man kriegt ja dann sowieso noch seinen Plus und Minus dagegen gerechnet. Hier würde ich vielleicht den alleine fahren lassen eine Zeit lang, weil es ist ein großer Tank. Guck mal, der ist ja schon hier bald voll. Ich fahre schon nebenbei. Jetzt muss es hinten mehr aufladen anstatt vorne. Also ich muss sagen, der Kauf hat sich gelohnt. Wir haben hier auch noch nie reingeguckt. Wie der so richtig funktioniert, der lädt ja. Gut.
will das Spiel uns nicht zeigen. Also der lädt ja hier oben durch das Band, was hier ist, lädt er ja in den kleinen Dings hier rein, in den Korb. Ja, ich komme schon wieder rüber, keine Sorge. Vielleicht hätte man noch zuerst das Feld mit einer Fremden, also für den Fremden das machen können. Dreimal würde ich sagen, können wir noch beladen lassen. Und dann war es das. Wie? Gibt hier nur unsere Schale. Der nervt sowas, der Zug. Spannrute? Achso, weil er hier hinten hat, da glaube ich. Spann L. Ach, da hinten. Also muss sagen, der Zug nervt. Dadurch, dass der die ganze Zeit lädt. So, wir werden jetzt, würden wir uns den Drescher kaufen, bevor wir kein Geld haben. Natürlich, den Find, wie gesagt, 200 Liter ist natürlich 0, nix. Aber muss natürlich auch klein anfangen. Wir kaufen uns den, 20 km/h, der ist ja fast so schnell wie unser Drecker. Was werden der größte, nächstgrößer wäre für 100.000, der New Holländer. Ja, hier sind wir ja schon mal durchgegangen, haben wir schon mal geguckt gehabt. Rübentechnik, gibt es da noch was anderes? Ja, der Europa. Genau, wir haben den hier. 25.000, die. Wir haben Bomboll. Zucker? Nee, Zucker. Ja, was haben wir? Wir haben noch Rüben gerade. Nee, Kartoffel. Und der hat 9.000 Liter Tank. Bomboll-Technik. Das könnte bestimmt noch spannend werden. Genau das gleiche mit den Tieren, das wird spannend. Wir brauchen jetzt auch noch unseren Schneidwerk für unseren Find. Genau, wir kaufen den. Jo. So, hier steht er. Natürlich erst aussteigen. 111.000, obwohl es eigentlich, ich sag jetzt mal, eine 0815 Maschine ist. Das ist eine einfache Maschine an sich, so wie es aussieht. Sieht man auch diesmal ein bisschen mehr hier rein, das ganze, die ganzen Schneidzähne. Also hier, das dreht sich ja trotzdem. Wird hier eingefangen. Hier haben wir die Welle, wo es angetrieben wird, die Hydraulikschläuche. Wahrscheinlich werden wir selber auch ein bisschen ernten, aber bei den 200er Tank brauchen wir, glaube ich, alle nicht, auch die, die sich nicht auskennen. Oh, jetzt muss ich mal was gucken. Die Schläuche sind angebunden. Die Schläuche sind angebunden. Oh, ist das geil. Die Welle ist hier verbunden, ja. Oh, ist das geil, Leute. Der Farmer ist auf dem Weg ganz, ganz oben. Weiß nicht, wir haben ja, doch, wir haben eine Umleuchte, Position 1 wieder drücken. Und also ist schon ziemlich eng hier. Achso, ist der Auspuff. Der Auspuff ist raus. Ich hoffe, das Spiel ist wirklich nicht so laut. Beziehungsweise die Musik. Dann haben wir den Ganghebel. Man muss ja umschalten. Und hier schaltet nichts um. Also die Kameraanzeige geht nach oben.
den werden wir schon mal ein bisschen mehr weiter bereitstellen. So, stellen wir den stellen wir uns auch erstmal auf den Hof. Der kommt hier hinten hin. Weil die nächste Maschine ist die erste, die wir ja benutzen. Wie viel Tank hat er? Also wir gehen wieder in die Rübenernte erstmal. Wie viel Tank hatte nochmal unser Anhänger? Unser Anhänger hatte 10. Das, ja, ihr seht, was wie 100 sind im Vergleich. Das ist der kleinste Anhänger. Das ist schon traurig. So, wir haben den jetzt aktiv. 26% haben wir hier erledigt von der Aufgabe. Wir werden jetzt da vorne ranfahren. Da war doch. Vorne ranfahren. Also das mal wieder von unten mitfahren. Und dann würde ich sagen, war es das auch mit diesem Part. Ich gehe glaube ich dann noch einmal aufs Klo und dann. Ich glaube, wir werden noch mal die zweite Mission noch starten. Wir werden das mal probieren, ob das geht. Ob das was bringt. Genau. Weil es sind ja Feldernten, ist es als nächstes Feld 27. Das ist gleich hier unten. Also eigentlich fast genau das gleiche, gleich groß. Och Leute, das macht so einen Bock. Das ist so nice. Obwohl der Part ist glaube ich noch nie so richtig vorbei. Da hat er eigentlich gerade erst angefangen. Raben ärgern. Hui, geht weg. Gehört Daniel Kühler. Okay. Wird bestimmt das nächste sein, dass ich das düngen müsste oder sowas. Es sind einfach geil. Also im echten Leben würde ich auch Leuten helfen. Beziehungsweise hat man ja Mitarbeiter, die da helfen würden. Hust, hust. Von hier drinnen sieht man gar nichts. Einigermaßen mittig stehe ich. Oh, von draußen mal dazu. Sieht angenehmer aus und einfacher. Gut, von drinnen haben wir jetzt einiges erkannt. Das geht schon gut, das geht schon klar. Aber gut. Was will er laut? Oh, es gibt sogar einen Hochstand. Kommen wir doch den Hochstand hoch. Also wir machen schon ein großes Minus, würde ich sagen. Durch das Helfen. Aber vielleicht wird das Grundstück, das Feld billiger dadurch. So klickt so komisch drauf. So, guck mal, so schräg. So, wir fahren das Fahrzeug wieder hier zur Seite. Und dann Hochstand. Ruhe! Und mit letztes komme ich irgendwie halb hoch. Gut, ich würde mal sagen, wenn euch der ganze Part gefallen hat, gebt nur noch wenn nicht einen Daumen runter, schreibt einen Kommentar, aber natürlich mehr davon sehen wir auch nicht. Dann bis zum nächsten Mal, sagt er, wenn sie. Ciao!